P-1 mit einem beeindruckenden Start. Das waren jetzt ungefähr 130 Knoten, ein Steigwinkel von 25 Grad und auch relativ leise. Das sind eben moderne Flugzeuge. Very high power takeoff there, 134 knots at 25 degrees. Die Kawasaki P-1, ursprünglich auch als PX oder XP-1 bezeichnet, ist als Ersatz für die Lockheed P-3 vorgesehen, ein Seeraumüberwachungsflugzeug für die japanischen Meeresselbstverteidigungskräfte von der Firma Kawasaki Heavy Industries entwickelt. This aircraft designed from the outset as a replacement for the Lockheed P-3C Orion in service with the Japanese Self-Defense Force, designed and built by Kawasaki Heavy Industries in Japan. Das Flugzeug hat eine Länge von 38 Metern, eine Spannweite von 35 Metern und eine Höhe von 12 Metern. Erreicht ein maximales Startgewicht von 80 Tonnen. Quite a large aircraft this, 38 meters in length, 35 meters in span, 12 meters high, and with a maximum start weight of 80 tons. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 830 Stundenkilometern. Der Warnflug von rechts in 500 Fuß Höhe, also 150 Meter, mit 180 Knoten, das sind gut 300 Stundenkilometer, 350 Stundenkilometer, in einen rechten Vollkreis. Making a right-hand circle from the center, from 500 feet, doing about 180 knots. Das wird geil weiden, wie die Pumpe immer wieder wohl decken. Und wenn er jetzt aus dem Vollkreis wieder auf uns zufliegt, wieder zurückkommt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal nach unten. Die sogenannten Bomb Bay Doors, also die Türen des Waffenschachtes, werden dann geöffnet sein. Das kann man wunderbar sehen. Und wenn er dann wieder abfliegt, werde es wieder diese Türen wieder schließen. Well, at the end of this turn, as he comes back towards us, you'll see that he's opened the Bomb Bay Doors under the forward fuselage. A massive Bomb Bay on this aircraft, capable of carrying a very wide variety of weapons. Sie klappert gesehen. Ja. Die Entwicklung des Flugzeugs in Japan begann im Jahre 2001. Der Erstflug, wie gesagt, 2007 auf der Gifu Airways. Geplant ist der Bau von etwa 70 Flugzeugen zu einem Stückpreis von ungefähr 140 Millionen Dollar. Und die sollen, wie gesagt, diese 80 PC-3 Orion, die in Japan fliegen, ersetzen. Design on this aircraft began in 2001, making its first flight, as we said, in 2007 at Gifu Air Base. The idea is to acquire 70 of these at a fixed price of $140 million to replace 80 P-3C Orions. Die P-1 nahm bereits teil am Royal International Air Tattoo 2015 und an der Paris Air Show 2017 und dieses Jahr eben hier auf der ILA 2018. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass die P-1 in Deutschland fliegt. 2015 saw the P-1 visit the Royal International Air Tattoo at Fairford in England. 2017 it was at the Paris Air Show. Well, this year, of course, it's the first time this aircraft has appeared in Germany at ILA 2018. Und dieser Vorbeiflug jetzt in Landekonfiguration mit 110 Knoten, das sind 200 Stundenkilometer. And landing configuration now, doing just 110 knots. Very slow approach to land. Remarkably short takeoff and landing needed by this aircraft for such an aircraft of this size. Der Pilot heute, der kommandierende Pilot, ist Commander Masahide Ito. Und was er an Berlin oder Deutschland liebt, hat er im Vorfeld zu uns gesagt, dass er das deutsche Bier für das Beste der Welt hält. Pilot of the aircraft is Commander Masahide Ito. And he wants you to know that he thinks that German beer is best.
Ich denke, er hat recht. He's absolutely right. Capable of 300 knots, around about 500 kilometers an hour, as we said. He's going to be making a very fast turn now, almost fighter-like turn, look at this, to start his high-speed pass. Glück, Olli. Ja? Er fährt jetzt ganz schnell. Geht der Rundgang vor, umfliegen, wie wir wollen. Ja, und eine kleine Zwischendurchsage am Karrieretag der Bundeswehr befinden sich zwei Kinder, und zwar Annika und Thees. Die Eltern sind Rita und Michael. Ihre Kinder Annika und Thees befinden sich am Karrieretruck der Bundeswehr. Das ist diese große blaue LKW im vorderen Bereich, im Ausstellungsbereich der Bundeswehr. And many thanks to the Japanese Self-Defense Force as well for bringing us this remarkable airplane here today. And we'd like to say Nihon no Minasan Arigato, or thank you very much. Seen him do that before, ladies and gentlemen, but that is a very formal Japanese tradition to bow.